Also, wir sind hier in Corshaun. Ich bitte mal, das Bild einzublenden von Corshaun. Und wir haben hier ein wunderschönes Plätzchen gefunden. Natur, Natur und nochmal Natur. Und jetzt werden wir die Natur erforschen. Eine Crew vom Polygram Segelclub macht sich im Juli 2001 auf für einen 14-tägigen Segelturn auf der Ostsee. Zunächst beginnen wir unsere Reise auf der Nordspitze von der Insel Fünen. Wir sprechen gerade, wann wir morgen auftauchen. Wie immer eigentlich, so kurz nach 6, 6:30. Ja, genau. Na gut, also sind wir immer. Ja, okay. 6:30. Ja. 6:30 auslaufen, ja. Nicht in die Kamera gucken, auf keinen Fall. Los, los, nicht in die Kamera. Hi Fans. Schön. Du glaubst gar nicht, wie gut du jetzt aussiehst. So gut hast du noch nie ausgesehen. Wahrscheinlich. Ich musste Deutschland verlassen und nach Dänemark kommen, um endlich mal wieder die Sonne zu sehen und einen Sonnenbrand zu kriegen. Mein Gott, Horst, du bist so braun. Ja, ein bisschen braun. Ich glaube, ich muss einen Filter hier reinlegen, damit du mal ein bisschen weißer wirst. Unser geschartertes Segelschiff Patricia ist 10 Meter lang. Mit uns von der Partie ist auch ein zweites Segelschiff von 5 Freunden aus unserem Verein geschartert. Das haben wir uns verdient heute. Hier ist Edelvollmilch mit ganz. So, mit Brille sollte ich lieber nicht, ne? Oh, oh, oh. Unsere Mannschaft zeichnet sich außer gutem Segeln auch durch eine hervorragende Küche aus, gezaubert von unserer Sarah. Ganz im Gegensatz zur reinen Männercrew auf der zweiten Segeljacht, deren Mahlzeiten überwiegend aus Fertiggerichten besteht. Das ist ein französisches Rezept, was ich aus Frankreich mitgebracht habe. Oh la la! Thank you, Tyler. Es ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel, aber naja, wir können die Nachbarn auch einladen, oder? Mein Gott, was willst du mir in die Nasenlöcher kriechen? Es ist unglaublich. Er will meine Nasenlöcher filmen. Du, guck dir das mal an. Meine Nummer 1. Nummer 1. Es geht los. So, Wein dazu? Nochmal einen Untersetzer, hm? Ja. So, ein Weißwein? Ja, danke. Oh, der ist ja schon schön kalt. Nun kommt, das wird kalt hier. Hey, sollen wir schon anfangen oder was? Ja, ich fang schon an. Mit verteilen. Kommt da doch mal dasselbe oder was? Ja. Gebt schon auf und so und dann verteilen. Können wir irgendwas haben zum Verteilen? Damit ernst oder was? Nur ja, hinter dir. Rainer, du erschreckst mich. Du denkst nur in Alkohol. Egal, was man dir für eine Frage stellt, ja. der antwortet nur in Alkohol. Du hast doch von einem Verteiler gesprochen. Schmeckt wie immer ausgezeichnet. Wo habe ich noch? Bon Appetit. Guten Appetit. Weiß ich noch nicht. Brauchen noch eine Flasche Wein? Wir denken an unsere armen Kollegen vom Suppentütentern, die sowas Schönes sicher nicht haben. Und von dem feinen Hühnerschmaus guckt nur noch das Bein heraus.
Ja, wir haben ja auch noch Wein. Ne? Danke, danke. Ja. Zum Wohl. Das war mein. 4, 5, 6, 7, 8. Ja! Nicht unbedingt. Also darf keine Tiefe hinterher kommen, die dich bremst. Wir sind jetzt unterwegs zur Insel Anholt. Obwohl unsere Freunde eine Stunde vor uns ablegten, versuchen wir sie jetzt noch einzuholen. Also kann keiner erkennen, ob wir das sind? Noch nicht. So wird aus einem raumen Kurs, mit dem wir losgefahren sind, ja, ein Anwendkurs. Aber hallo. Ja, also so wie ich das sehe, rennen die da alle auf dem Schiff jetzt rum, tun und machen und sehen zu. Wahrscheinlich haben sie uns erst jetzt entdeckt. Wir kriegen ihn! Jetzt muss der Blick wieder nach vorne kommen, damit du siehst, dass der Abstand verkürzt ist. Dann kommt der Blick nach hinten. Wollen wir euch den Platz frei halten? Wir sollen die Hauptdichter holen, dann ist alles in Ordnung. Und dann wir noch schneller. Brauchst du mal versuchen? Nicht schlecht. Eine Stunde aufgehoben. Toll. Ja. Henna hatte ja gesagt, heute Abend machen wir ein Fass auf, wir machen eine Party. Und jetzt haben wir, glaube ich, allen Grund dazu, uns einladen zu lassen. So, nun können wir ja wieder entspannt segeln. Ne? Im Hafen von Anholt haben wir uns reichlich mit Hummerjungfrauen eingedeckt, die köstlich zubereitet werden. Christina, soll man seinem Skipper widersprechen? Tu ich das denn? Ja, permanent. Hab ich gar nicht gemacht. Permanent. Oh, okay. Die Schüssel stelle ich mir eben euch in den Weg hier. Wer möchte rot? Der wehrt sich noch. Lecker, 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 lecker. Diese lecker, Jungfrau lecker, hier wehrt sich noch ein bisschen. Ziert sich. Sie ziert sich noch. So, noch ein bisschen Knoblauchbutter. So zum Dippen und dann ist alles perfekt. Oder hoffen wir, dass alles perfekt ist. Danach besuchen wir unsere Freunde vom Suppentüten-Turn. Mir das schon gut. Ihr habt ein gutes Schiff. Ich wäre ja lieber als arabischer Scheich zur Welt gekommen. Oh, wir fühlen uns aber wohl. Ja, ja, nur du weißt. Guck mal, das ist der einzige Grund, warum ich immer segeln will. Wegen dem Wetter. Ja, wegen dem Wetter. Und dann erzähle ich immer von dem Wetter. Ja. Das ist das Wetter. Oh, Donnerwetter, ne? Heiß wieder. Oh, es ist wieder heiß. Aber mein hinterlässt ab. Was mache ich falsch? Ja, morgen gehen wir aus. Michelin. Fisch essen. Übermorgen. Drei Sterne. Und wieso ist so viel über? Weil wir zwei durch Töpfe hatten. Das reinkommt, muss er wieder. Rein ist gar kein Problem. Aber soll die Richtung nicht wechseln, ne? Ja. Ein Henna hat immer erzählt, Knorchel vom hinten rauskommen. Nicht von oben. Ja. Kommt der Knorr von hinten, kriegst einen neuen Schinken. Lena, kleine Dose. Oh. Uni Lerner von der Tüte. Hier ist die Erbswurst. Knorr! Ja, die Zwiebelsuppe! Wenn man bei euch das Wasser weglässt, passt die Augen so eine Tüte rein. Ja.
Das ist ja mein Leibgericht hier, ne? Kartoffelsuppe. Hier müssen wir noch Lachs haben. Lachs oder Rotbarsch? Nee, die Kitte brauchst du nicht zu essen. Wenn du das bekommst. Sag mal, Hanna, und sowas isst du selbst auch? Ja. Warum nicht? Und findest du es echt lecker so? Nee, nach einem Tag Anholt setzen wir jetzt bei herrlichem Segelwetter unsere Reise zur Insel Seeland fort. Oder möchtest du jetzt mal Blut sehen? Hi. Ich könnte mit dir schimpfen. Gut. Den mal rausziehen. So, wie ist das hier? Horst? Horst, ist das für dich zu viel hier? Nein. Im Hafen von Galilee wird jetzt wieder reichlich geschmaust. Darf ich schon einschenken? Ja, jetzt darfst du einschenken. Ob dir das gelingt, weiß ich zwar nicht, aber wir werden es versuchen. Ist ja nicht so schlimm, falls ich klecke. Wir haben ja Ölzeug. Ja, wir haben Ölzeug, ja. Vorsicht, gut. Am nächsten Morgen erwartet uns Starkwind und es geht wieder hoch her. Unsere Fahrt geht am Schloss von Helsingør vorbei, in den nächsten Hafen Rungstedt. Was? Aber so ein Schrubber im Gesicht ist auch nicht leicht, ne? Brauchst du noch Wasser? Brauchst du noch Wasser? Nein, ich brauche kein Wasser mehr. Heute bleibt unsere Schiffsküche kalt, denn wir essen à la carte im Admiralitätsrestaurant. Eigentlich wollte ich ja deinen Bruder filmen, aber der ist nicht da, ne? Der ist heute nicht gekommen. Aber ich werde ihn mal mitbringen. Gefangen erst recht. Gefangen hört sich doch. Wieso? Wer hat euch gefangen? Du. Ich. In der Kamera. Eingefangen. Wo findet man heute noch eine Jungfrau? Wahrscheinlich nur in Kopenhagen. Die kleine Seejungfrau. Rainer und Christina verlassen hier jetzt unser Schiff. Aber dafür kommen Johannes und Margit an Bord. Die Haare wehen wild durch die Gegend. So ist das doch viel besser. So kommen doch die Farben viel schöner raus. Das ist der Polizeifilter. Mhm. Der Interpol-Filter, ne? Ja. Da kann man den Verbrechern kann man durchgucken, ob die wohl eine Waffe haben. Genau, die Guten werden weggeblendet ja. Und die Verbrecher bleiben. Schön wär's. So hat er uns das vorgestellt. Mit unserer neuen Crew nehmen wir jetzt bei herrlichem Segelwetter Kurs auf die Kreidefelsen der Insel Möhn. Unsere Reiseroute führt uns auch unter die neue Europabrücke hindurch, die auch wir mit einer Flasche Sekt beschießen. Unsere nächste Rast machen wir auf der winzigen Insel Omö. Sarah und Margit beißen. Besonders Kannibalismus. Die haben Hunger. Und wenn die Hunger haben, dann sind die unberechenbar. Also dann fangen die an zu beißen. Drauf, dass die Kamera verschwindet. Lass die Kamera laufen. In dem einzigen Gasthaus dieser Insel entdecken wir eine uralte Musikbox.
Ich weiß ja, warum man so gut mit 14 gedrückt hat. Nach dem kräftigen Regen am nächsten Morgen stechen wir sofort, trotz Windstärke 7, wieder in See. Die 8 würde ich nur kriegen, wenn wir keine Wellen hätten. 7,1 und nur mit der Fock. Ja, wie es so aussieht. Wir sind also die Glückskinder der Natur, obwohl der Wetterbericht nur Tiefs ansagt, haben wir es geschafft, immer zwischen den Tiefs zu segeln. Mit Sonne und richtigem Wind. Jawohl. Manchmal nicht ganz, aber der passt. Und heute wieder ganz besonders. Also während des Segelns war immer schönes Wetter und hat nie geregnet in der zweiten Woche. Zumindest bis jetzt. Schmeckt gar nicht nach Salzwasser. Das ist die ultimative Anti-Heulbrille. Ne? Ich weiß nicht. Das ist also gegen alles, gegen Wasser in den Augen, Zwiebelsaft in den Augen. Und das gegen Heuschnupfen. Ja gegen Heulsusen. Gegen Heulbojen. Ne? Die gehen alle nicht mehr. Guck dir mal hier diese Messersammlung an hier. Guck dir das mal an. Der hat sich nicht den Finger abgeschnitten. Vor sich hin zu träumen, eigentlich schon zu schlafen. Morgen haben wir ja Hausentag. Und dann kommt sowas, ne? Ja. Da wird man so richtig brutal geweckt. Dann müssen wir ein paar von den Flaschen verstecken. Wir stellen einfach zusammen, das sieht doch eindrucksvoll aus. Ne? Schau mal, da denkt man an nichts Böses. Auf einen Haufen. Und uns glaubt keiner mehr, dass wir kein Alkohol hatten. Nee. Oder versiehe sie. Für heute beschließen wir einen Hafentag in Skalsöhr einzulegen, da der Wetterbericht Windstärke 8 bis 9 angesagt hat. So, jetzt müssen wir zählen hier. 1, 2. Zu viel ist aber ganz klasse. Das sind die 470. Das sind die 50. 6 und die 5 Kronen dazu. 100%ig. Es stimmt! Ja! Auf den Boden legen. Dann wird das noch besser. Da kommt eure Urlaubsbräune viel besser raus. Wie bilde ich einen Kontrast mit dem weißen PSC-Sweatshirt?
Auch ein Hafentag ist sehr erholsam und Serras Kochkünste erreichen hier wieder einen neuen Höhepunkt. Das ist der letzte Weiße, den wir haben heute. Das macht doch nichts. Ende mit Weiß. Oh. Wahnsinn! So, aber Lachs aus Dänemark nach einer echt alaskanische Rezept. Da, 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 da. Das ist der blanke und dennoch gleich Filet. Mein Gott, noch womit haben wir das verdient? Sag mal. Ich meine, als Dekoration sieht es ja gut aus, überall diese Körnchen. Oh, das sieht ja super lecker aus. Hat ja aufgekühlt. Was sagt der Rainer immer? Du schluckst wie eine Lenzpumpe. Nein! Nein, ich habe keine Probleme. So. Ach, hier ist das für die Musik. Boah! Und jetzt so. Der Sekt, der zum Segeln gehört. Genau. Unser Frühstückssekt beim Segeln. Eigentlich. Wir haben den ganzen Tag gesegelt. Und? Was sagt die Fachfrau? Gut. Gold. Ich finde so eine Lampe ätzend. Er hat es extra für dich heute aufgeladen. Kopf mal in die Richtung, lächel einmal nett und schon klappt das Ganze ganz. Die Skipper müssen natürlich auch Küchenarbeit leisten. Heute spülen die Chefs. Heute spülen die Chefs. Die Chefs spülen persönlich. Wie sich das gehört. Wir haben ja nicht umsonst unsere Crew angeheuert. Ne? Wir sind ja auch nicht zum Spaß hier. Selber machen können. Wir sind ja auch nicht zum Spaß hier. Ne? Oh, das Essen war hervorragend. Ein tolles Essen bringt natürlich auch immer eine tolle Abwäsche. Und eine tolle Aber wir Zigarre. Haben Spaß an der Abwäsche. Und eine tolle Zigarre. Wo hast du deine Davidoff gelassen? Oder bist du fertig mit ihr? Hast du ihr einen Laufpass gegeben? Ich habe jeder Zigarre den Laufpass gegeben. Ja? Zu einem guten Essen gehört höchstens ein guter Schluck Wein. Ja, der sowieso. Darüber aber, reden wir ja gar nicht. Aber eine Zigarre könnte nie... Zigarre und ein Cognac zum Schluss. Nix. Ja. Da könnte man sich noch drauf einlassen, aber die Zigarre, nein, danke. Und damit verabschiedet sich die Schiffscrew von dem gelungenen Turn. Schiff ahoi!